Hallihallo, Kasu wieder hier. Wir waren beim letzten Mal bei der Burg stehen geblieben. Heute haben wir aber schon eine neue Baustelle, nämlich einen Stall. Er kommt hier hin. Mit einem Turnierplatz. Passend für die Burg. Und Sir wird ihn wahrscheinlich zum großen Teil mit ihrem Stuff bauen, weil das ganze Zeug zu farmen ist dann doch ein Eigentlich bisschen meine Baustelle war. oder auch das aufwendig. Es ist ihre Baustelle, bis er sich kam und gesagt hat, das passt zu der Burg, das machen wir mit der Burg. So, also Stall, Turnierplatz. Womit fangen wir an? So. Womit fangen wir an? Ich baue meinen Stall. Was du machst, ist mir relativ egal. Eigentlich wollte ich da ja mitbauen. Du weißt aber überhaupt nicht, wo die Steine hin müssen gerade. Nö. Aber ich weiß, dass das hier eine Steinmauer wird, die wahrscheinlich 2 hoch wird, oder? Ja, da müssen wir auf Fenster rein, deswegen wartest du. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass hier auch noch Steine Das ist hinkommen. verkehrt. Knaf. Das kannst du jetzt meinetwegen einmal auf die andere Seite übertragen. Ich bin schon dabei. Bist falsch, Kasu. Ich bin falsch. Warum? Du hast hier vorne schon falsch angefangen. Warum? Okay. Auf der Seite auch so. Guck. Ist okay, ich hab's gesehen. Ah, eins, zwei, eins. Ich habe keine Steine mehr. Verdammt. Also an sich sollten die Steine eine Weile reichen. Weil ich hatte es vorhin offline schon mal halb stehen und dann kam eins Kasu und meinte, hey, das bauen wir in der Aufnahme und dann durfte ich sie da abreißen. Sorry. Passiert halt, ne? So Sorry am hin und A. wieder. Also von daher der Stand, der hier vorhin schon mal stand. Kasu weiß, was ich meine. Für den sollte es auf jeden Fall reichen. Hier stand ein Stand. Kasumi, ärgere mich nicht. Das endet nicht gut für dich. Oh ne, auf das Lied habe ich keinen Bock. Geh weg. Muss beim Aufnehmen auch voll aufpassen, dass ich nicht laut mitsinge. Ja. Manchmal. Copyright ist so eine Sache. Ja, Monetarisierung ist so eine ähnliche. Auch wenn es für meinen Kanal halt noch nicht in dem Bereich ist, dass es überhaupt was bringt. Aber Aber wir arbeiten ja darauf hin. wer weiß, irgendwann wird das ja vielleicht was bei genug Abos von euch. Wer weiß. Wer den Wink mit dem Zaunpfahl noch nicht verstanden hat, wenn euch gefällt, was wir hier machen, lasst gerne mal ein Abo da. Das war ein Wink mit einem Zaunpfahl. Mindestens jetzt ja. Okay.
Ich sollte eventuell... Ach, okay. Das ist ja der Account. Da habe ich ja noch kein gutes Werkzeug. Vielleicht sollte ich ja mal bei mir Werkzeug kaufen gehen irgendwann. Ist halt so eine Sache, ne? Oder was sagt der Architekt dieses Stallhauses hier? Was willst du von mir? Meinst du, ich sollte demnächst mal Werkzeug kaufen gehen? Ich sag jetzt mal nicht, was ich in der Hand hab, ne? Wobei ich mein wirklich gutes Werkzeug tatsächlich mal wieder reparieren muss. Es geht nämlich schon kaputt. Oh. Ja, ich habe hier offline ein bisschen viel gemacht, bevor ein Kasu ankam und meinte, das machen wir in der Aufnahme. Irgendwas stimmt hier nicht. Was willst du? Irgendwas stimmt abstandsmäßig nicht. Dann hast du Mist gebaut, weil bei mir stimmt's. Habe ich Mist gebaut? Und wenn ja, wo? Was Hölle hast du getan? Genau das frage ich mich gerade auch. Ich habe die Ecksteine doch extra stehen lassen. Wie kann es sein, dass das bei mir funktioniert und bei dir nicht? Die passen aber. Die sind alle so groß, wie sie sein sollen. Ist denn hier dieser Durchgang so groß, wie er sein soll? Ja. Die Ecksteine sind ja stehen geblieben extra deswegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja. Okay, dann ist hier hinten eventuell einer zu breit, oder? Aber das war es doch vorhin noch nicht. So. Also entweder hast du komplette Grütze zusammengebaut. Oder du hast irgendwas anderes kaputt gemacht. Ich weiß es nicht. Geh mal weg. Jetzt habe ich meine Spitzhacke kaputt gemacht. Ja, das war dumm. Warum? Geh mal weg. Hast du das tatsächlich jetzt zu breit gebaut gehabt? Wie hast du das denn geschafft? Hier standen zwei Steine. Hier stand einer. Und da stand einer. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich hätte es doch selber bauen sollen und nicht dir überlassen. Okay. Ist okay, passt so. Aber hier auf der Seite ist halt kein Stein davor. Richtig, weil da ein Laufstall, also das klingt wie für Babys, da soll ein Offenstall für Pferde hin, wo sie also nicht in festen Boxen einzeln stehen, sondern quasi in einer großen Gruppe auf einer größeren Fläche, wo sie sich den ganzen Tag frei bewegen können. Das nennt man einen Laufstall. Okay. Und dann wäre es ja blöd, wenn da Steinecken sind, weil da sollen Pferde rumlaufen. Soll da halt eine Steinecke an der Tür? Ja. Okay. Weil das ja ein Eingang ist. Na dann. Hier kommt ja nichts am Stall dran. Okay. Das ist ja, da kann man ja in den Stall reinlaufen. Soll das noch eins hören? Okay. Auf der Seite weiß ich noch nicht ganz, was ich mit den Fenstern mache, weil da ja der Laufstall dran soll. Okay. So. Jetzt kommen wir langsam an den Teil, den ich noch nicht vorgebaut habe. Yay.
irgendwo bauen wir dann auch noch so einen schönen Verteidigungsturm hin, weil Mittelalter. Nervt mich nicht. Okay. Haben wir Steintreppen dabei? Ja, haben wir. Nice. Ich habe Deep Slate Stairs. Okay, mit wir meinte sie sich. Was tun meine bescheuerten Katzen jetzt schon wieder? Lass raten, hier kommt ein Balken aus Stein drüber. Like so. Ja. Jap, 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 jap. Schön. Warum habe ich jetzt Mossy Stone Bricks dabei? Weil da Mossy Stone Bricks in der Kiste waren. Okay. Hab schon. Okay. Du darfst jetzt einmal auf die andere Seite kopieren, bitte. Ja. Du machst die Stairs wieder? Nee, die kannst du dir holen kommen. Wo ist meine Erde? Da. Genau, und jetzt geh weg. Zu tief. Zu hoch. Oder? 1, 2, am dritten kommt die Stufe. 1, 2, am dritten kommt die Stufe. Habe meine Katzen extra vor der Aufnahme gefüttert, damit sie während der Aufnahme einfach schlafen und mir nicht auf die Nerven gehen. Und was passiert? Sie bauen wieder Blödsinn. Raja, was wird das? Das gehört doch dazu. Ja, ich merke schon, das ist der Running Gag des Let's Plays, dass meine Katzen irgendeinen Unfug machen. Kannst du nicht wenigstens auch mal Haustiere haben, die dauernd Unfug machen und negativ auffallen? Müssen das immer nur meine sein? Bei mir steht Meerschweinchen drauf. Ja, die sind ja in einem anderen Zimmer. Ja. Willst du die nicht mal zu dir holen? Das Einzige, was passieren könnte, ist, wenn es Unfug haben möchtest, dass du mal mit so einer Tüte Heuraches da flippen die komplett aus. Aber ansonsten... Aber ob die genug ausflippen, dass man das in der Aufnahme hört? Oh ja. Schon ausprobiert? Es ist laut genug. Schon ausprobiert? Nein. Wie machst du das hier auf der anderen Seite? Was meinst du? Was für einen Zaun möchtest du haben? Ach, Spruce, okay. Hier. Da habe ich dreimal reingeguckt mittlerweile. Guck mal da oben rein. Oh. Ja. Ich sag jetzt nicht, dass ich ihn nicht gesehen habe. Da sind sogar Tore drin, wobei die habe ich dir tatsächlich gerade erst wieder reingelegt. Die waren bei mir. Aber bevor du weiterbaust, beweg mal deinen Purpose hierher. Ja. Ist so cooler. Hier kommt noch irgendwas Trennmäßiges hin. Ich habe noch nicht ganz entschieden, was.
Oder ist so cooler? Hä? Ich sehe den Unterschied gerade nicht. Dein Ernst? Tatsache. Oh Mann, Kasumi. Was? Du Pappnase, Alter. Was ist? Geh weg. Was ist denn der Unterschied? Sag's doch. Ja, da sind Steine jetzt dazwischen. Ich was anderes, warte. Ich würde ja Stonebricks da unten nehmen. Dann wird das Ganze aber zu brickig. Okay. Dann würde ich eher noch Cobblestone nehmen, weil Cobblestone am ehesten aussieht wie Kopfsteinpflaster oder sowas. Ja, du könntest auch Cobblestone Bricks nehmen. Dir ist schon bewusst, dass sowas wie Cobblestone Bricks nicht existiert? Nein. Offensichtlich. Was ist denn eigentlich bei euch da vor der, vor eurer Burg in Lilienthal? Der Weg. Was meinst du? Das ist Basalt. Gut, dann wäre Basalt eine Option, weil ich das hat so sechseckige Basaltsteine. Bei mir in der Textur. Das cool aussieht. Das nehme ich auch mal noch mit und das nehme ich mal noch mit und das nehme ich mal noch mit. Und dann gucken wir mal, was davon am besten aussieht. Oh, das ist gemein. In meiner Playlist läuft gerade eins meiner Lieblingslieder und ich darf es nicht mitsingen. Okay. Nein, das ist komisch. Können wir nur einen Zaun in der Mitte machen? Nein, da passen keine Pferde durch. Da müssen zwei. Ja, sind zwei Blöcke breit. Wow. Können wir dann drei Blöcke breiten Zaun machen? Nein. Warum? Weil ich das blöd finde. Das triggert gerade voll, dass hier genau ein Stab bis nach unten reicht, jedes Mal, ne? Mach deinen Monk aus. Schwierig. Aber das fände ich ganz cool. Guck mal. Ich guck mal. Geht gerade um diesen Block hier. Was ist das? Das ist Rooted Dirt, also Erde mit Wurzeln drin. Ich wollte irgendwas, was einen Übergang macht von eingestreut mit Stroh zu plattgetreten mit Erde. Beziehungsweise Packed Mud. Katze, was treibst du da? Ja. Wer von euch beiden ist das überhaupt? Schneemann. Kater! Entschuldigung, was? So, was ich eventuell hatte, war das andere. Den anderen Boden, der eventuell da hinten unter den Tannen runter ist. Der könnte hier auch drunter passen, mit den eingetretenen Blättern. Den hatte ich schon, den fand ich blöd. Okay. Weil wo kommen hier Blätter her? Außerdem ist der bei mir viel zu dunkel und macht hier überhaupt keinen Sinn.
Außerdem ist das bei mir gar kein Blätterboden, sondern einfach nur unterschiedliche Erdfarben übereinander. Ja, bei mir sind es tatsächlich eingetretene Blätter. Okay. Und er ist sehr, sehr dunkel. Ich habe noch eine Alternative. Geh mal weg. Ja.